Sie gehört zu den spektakulärsten und zugleich intimsten Geschichten der Kriegsliteratur. Die Beschreibung des Schicksals der Männer auf dem Boot. Bricht den Sturm auf dem Segelschiff, das solltet ihr mal mitmachen. Auf Tauchstationen! Der Roman von Lothar Günther Buchheim wurde in 12 Sprachen übersetzt und auf der ganzen Welt etwa so oft verkauft wie einst Remarques Im Westen nichts Neues. Der Starnberger See zwischen München und den Alpen. Hier lebt seit mehr als 60 Jahren Buchheim. Ein Mann aus Chemnitz, der schon Legende ist. Für die einen ist er der Maler und Schriftsteller, für viele einfach nur der Autor des Welterfolgs Das Boot. Die Verfilmung bekam 6 Oscar-Nominierungen. Aber nicht zuletzt ist er Besitzer einer grandiosen Kunstsammlung. Schlagzeilen macht er aber auch mit seinen oft unbequemen Meinungen. Wahrscheinlich ist er von allem ein wenig. Vor allem aber ist er Herr in einem Haus der Fantasie. Inmitten einer riesigen Kunstsammlung lebt und arbeitet er in Feldafing, gemeinsam mit seiner Frau und Arbeitsgefährtin Diethild. Hier entstanden Buchheims Romane und wenigstens ebenso wichtig, die großen kunsthistorischen Standardwerke über die Dresdner Künstlergemeinschaft Die Brücke und des Münchner Blauen Reiter. Das in den 50er Jahren, als in Deutschland diese Maler längst vergessen schienen. Buchheim ist auch heute noch, mit über 80 Lebensjahren, kämpferisch wie eh und je. Also jetzt zum Beispiel, da hat man nicht das Gefühl, und ich habe es heute in einem halben Dutzend Zeitungen gelesen, dass der alte Buchheim friedlich sei, hier irgendwo steht das überall, der sei friedlich und offenbar weise geworden. Da habe ich einen schönen Schreck gekriegt, ja, das klingt ja so. Naja, ich habe am Tag vorher, habe ich mir noch einen Zahn kappen lassen müssen. Ja, auch das klingt eben so, dem Alten fallen die Zähne aus. Na und das wäre doch nun schade, wenn eine Reputation, an der ich lange gefeilt habe, einfach so dahin ginge. Buchheims bisher letzter Streich ist die Eröffnung eines der schönsten deutschen Museen. 20 Jahre hat er darum gekämpft. Und dabei wieder einmal die Gemüter gespalten, bis zum Hass. Nun steht in Bernried sein Museum der Fantasie. Ein Entwurf des Star-Architekten Günter Behnisch, auch ein berühmter Chemnitzer, der schon 1967 das Münchner Olympiastadion entwarf. Eigentlich sollte das Museum in Buchheims Wohnort Feldafing entstehen. Ein Ort, an dem betuchte Golfspieler und Segler in einer der schönsten deutschen Landschaften unter sich bleiben wollen. Den Feldafingern gefiel nicht, dass Fremde in ihren Ort kommen könnten, um eine der faszinierendsten Expressionistensammlungen zu sehen. 1997 starteten sie eine Volksabstimmung gegen das Museum und konnten ihren Sieg feiern über den Teufel Buchheim, der sie im Gegenzug gerne mal Kanalratten tituliert. Gerade an die ich jetzt denke, gerade den haben wir die Stirn geboten. Und Sie sehen ja, geschadet hat es auch nichts. Ich bin dabei 83 geworden, ja, und ich werde mir auch jetzt von dieser Art Leuten nichts gefallen lassen. Mit Feldafing hier, mit dem Ort, den die Süddeutsche Zeitung eine verschnarchte Villenkolonie genannt hat, bin ich ja in Dauerfehde. Ja. Und das macht mir aber auch gar nichts aus. Es gibt hier ein paar nette Leute, es gibt ein paar ganz nette und es gibt einen Haufen von Vollidioten.
Als dann im Mai 2001 im Nachbarort doch noch Eröffnung gefeiert wird, mit allem bayerischen Pomp und dem Ministerpräsidenten, fühlt sich mancher einstiger Neider gleich mit emporgehoben. Selbst der kämpferische Buchheim wäre allerdings ohne Edmund Stoiber gescheitert. Der hatte das Museum zur Chefsache erklärt. Nun jubeln alle, nur einer bleibt wieder mal realistisch. Wissen Sie, da könnte man jetzt einen langen Riemen reden über die Diskrepanz von Idee und Wirklichkeit. Ja, was haben Sie für eine Idee und was ist dann wirklich draus geworden? Bei dem Museum hatte ich auch eine Idee, die ganz anders aussah. Die Wirklichkeit hat mich fast in die Knie gedrückt. Ja? Die Wirklichkeit von diesem Stuttgarter Architekturbüro. Ja? Die Idee, die war viel höher, war eigentlich nicht ganz anders, aber sie war anders. Ja? Zum Ende ist es dann doch, trotz aller Tücken im Detail, ein Museum der Fantasie geworden. Mit viel Platz für die oft seltsam schönen Objekte, die Buchheim im Laufe seines Lebens zusammentrug. Skulpturen von Karl-Heinz Richter, Shootingstar aus Chemnitz. Ernst Ludwig Kirchners Expressionismus-Ikone Akt auf blauem Grund. Und die vielleicht berühmteste Kollektion von Otto Müller, genannt Zigeuner Müller. Mehr als 240 Millionen Mark soll die Sammlung inzwischen wert sein, die Buchheim der Stiftung vermacht hat. Aber wer weiß das schon genau? Der Kunstmarkt ist nicht berechenbar. Und Buchheim würde ohnehin lieber Bilder kaufen, als sie zu verkaufen. Für den Alten vom Starnberger See ist das Museum sein Lebenswerk. Dabei hätte sein Leben einen ganz anderen Lauf nehmen können, angesichts seiner vielen Talente. Buchheim kommt aus Chemnitz und beginnt seine Laufbahn mit 9 als malendes und schreibendes Wunderkind. Mit 14 erscheinen Zeichnungen und Texte von ihm in überregionalen Zeitungen. Er ist 17, als es das erste Buch über ihn gibt. Die Familie lebt meist im Villenviertel Kassberg. Mit seinen Arbeiten unterstützt er seine Mutter, selbst eine bekannte Impressionistin, die ihn und seinen Bruder allein aufziehen muss und darum meist von Gelegenheitsarbeiten lebt. Der Junge schreibt Texte für Kinderzeitschriften, Märchen, Reportagen über Kleintierzüchter und Schrebergartenvereine und verkauft Linolschnitte aus seinen Schulorten Chemnitz, Rochlitz und Schneeberg. Er ist ein Junge, der mehr wissen will, als ihm die Schule vermittelt. Er ist neugierig auf Leben und auf fremde Milieus. Auch diese Erfahrungen setzt er in Linolschnitte um. Buchheim wird Mitglied im Chemnitzer Kraftsportverein Atlas und als Ringer Jugendgaumeister im Schwergewicht. Seine sozialen Beobachtungen hält er in expressionistischen Bildern fest. Das ist wohl auch ein wenig Opposition gegen seine impressionistisch malende Mutter. Ich bin Jahrgang 1918. Das ist der beschissenste Jahrgang überhaupt. Nicht? Mal das Schicksal meiner Klassengenossen, die gingen zum Arbeitsdienst, dann machten sie ihren Bars. Ja? Damals, und als die fertig waren mit dem Bars, ja, wurde der auf die doppelte Zeit verlängert. Ja? War wieder scheiße. Ja. Und als sie diese Zeit abgedient hatten, war Krieg. Ja. Ging wunderbar. Die sind vom Arbeitsdienst angefangen, sind die gar nicht aus den Klamotten rausgekommen. Ich hab als Einziger damals eine Pause eingelegt, um es mal zynisch zu sagen. Ich habe mich nach dem Arbeitsdienst nicht zur Truppe gemeldet, sondern bin erst mal abgehauen,
Und Sie wissen ja, ich habe mein Fahrtboot genommen und bin ganz Mutterseelen alleine, weil ich keinen Gefährten fand, die Donau runter bis ins Schwarze Meer. Es entsteht das Manuskript »Tage und Nächte steigen aus dem Strom«, das er an Ernst Rowohlt schickt. Das Buch erscheint 1941 im S. Fischer Verlag, wird bis heute unverändert gedruckt. 1939 geht er an die Münchner Kunstakademie. Er ist inzwischen 20. Seine Vorbilder, die Künstler der Brücke, Heckel, Kirchner, Schmidt-Rottluff, Otto Müller, Pechstein, Nolde. Schon damals zieht er nach Feldafing an den Starnberger See. Das Münchner Leben ist nicht das, was er sucht. Ja. 1940 meldet sich Buchheim zur Marine. Ein Marinekriegsberichter im Atlantikeinsatz an Bord eines Unterseebootes. Der Kriegsberichter spricht selbst zu seinen Aufnahmen. Seit Tagen suchen wir vergeblich nach dem Feind. Eintönig rollt das Boot in der Dünung. Endlich die ersehnte Rauchfahne. Rohr 1 bis 4 klar machen zum Überwasserschuss. Rohr 1 bis 4 bewässern. Anlauf beginnt! Als Freiwilliger wird er in kurzer Zeit Marinekriegsberichterstatter im Leutnantsrang. Doppelschuss auf den Dicken, die anderen Einzelschüsse. Deckung! Rohr 1 und 2, Feuererlaubnis. Rohr 1 und 2, fertig. Rohr 1 und 2 sind fertig. Rohr 1, los! Los! Rohr 2, Rohr 2, los! Los! Zerstörer voraus! Der 22-Jährige trifft auf U-Boot-Kommandanten wie Kapitänleutnant Erich Topp. Die alten 30-Jährigen faszinieren ihn. Auf den U-Booten war es ja nur einmal so, dass der Einzige, der wirklich kämpfte, das war der Kommandant. Ja, die anderen, die waren blind und taub wie die Maulwürfe. Ja. Und da war es schon sehr wichtig, also dass man einen Menschen hatte, von dem man glaubte, dass er nicht etwa Nazi-Parolen beherrschte, sondern sein Handwerk. Ja. Und dass dieses Handwerk, das war nun einmal Schiffe versenken. Den hat's erwischt. Sie haben ihn! Sie haben ihn! Leise! Dem hat's das Rückgrat gebrochen. Buchheim ist hin und her gerissen. Er verabscheut die Nazis, das Waffenhandwerk aber beeindruckt ihn durchaus. In den Kriegsjahren entstehen Frontreportagen, dazu hunderte Zeichnungen, Aquarelle und Fotografien. In seinen Texten versucht er, seine Erlebnisse möglichst authentisch und spannend aufzuschreiben. Aber er macht auch keinen Hehl aus seiner Faszination. ...1943 erscheint im Surkamp Verlag die Fotoreportage Jäger im Weltmeer. Das Vorwort schreibt Großadmiral Dönitz. Das wird Buchheim bis heute immer wieder schwere Vorwürfe einbringen. Auch wenn Surkamp das Buch 1996 wieder druckt. Buchheim sitzt immer wieder zwischen den Stühlen, betet Angriffsflächen und Zündstoff für Missverständnisse. Im Münchner Haus der Deutschen Kunst findet alljährlich die große deutsche Kunstausstellung statt. 1943 werden hier auch Zeichnungen des jungen Kriegsberichterstatters gezeigt. Die Marineführung wünscht, dass auch ihre Maler vertreten sind, wenn der Führer jene skurrile Mischung abschreitet aus Nazi-Propaganda, Kitsch und mitunter wirklicher Kunst. Zu den Bildern aus jenen Jahren gehören auch eine Reihe von Kommandantenporträts.
Fast 60 Jahre nach ihrer Entstehung will sie das Chemnitzer Schlossbergmuseum ausstellen. Buchheim-Gegner aber stufen die Bilder als kriegsverherrlichend ein. Als die Presse aufmerksam wird, macht der Museumsdirektor einen Rückzieher, ohne Buchheim zu informieren. Da in der Kürze der Zeit es faktisch nicht mehr möglich ist, mit Buchheim einen neuen Konsens herzustellen, muss ich die Ausstellung absagen. Nach diesem Affront gibt Buchheim seine Ehrenbürgerschaft zurück, obwohl er sein Chemnitz liebt. Die Propagandavorwürfe kann und will er nicht nachvollziehen. Seit Jahren führe ich die der geneigten Öffentlichkeit vor. Ja, wo sind sie denn? Ach, hier kommt erst die Donaureise, aber irgendwo kommt dann, hier ist der Krieg. Das sind die bretonischen Felsküsten und irgendwo müssen dann auch, und hier sind U-Boote und U-Bootswerften, ja, Sperrbrecher, das ist alles in französischen Stützpunkten gezeichnet, U-Boote über U-Boote. In einem Stützpunkt unserer Unterseeboote am Atlantik. Für Buchheim sind seine umstrittenen Bilder einfach nur Porträts von Männern, mit denen er befreundet war. Auch sein Antikriegsroman Das Boot wird später viele Gegner haben. Buchheim schildert mit fast fotografischem Gedächtnis Charaktere so, wie er sie erlebt hat. Auch deren anfängliche Begeisterung für den Krieg. Er will nicht zuspitzen, will die Wahrheit nicht verdrehen, in keine Richtung. Was er unter anderem hier in Saint-Nazaire an der französischen Atlantikküste im U-Boot-Stützpunkt der 7. Flottille erlebt, wird zur Grundlage für seine dokumentarischen Romane und Sachbücher. Buchheim will Zeit verewigen. Vorbilder sind Schriftsteller wie Hemingway, John Dos Passos, Tolstoi oder Faulkner. Und ein Leben lang wird der Kommandant von U-96, der alte Heinrich Lehmann Willenbrock, ein bewunderter Freund bleiben. Unser Boot. Für die Nachkriegsgeneration ist es mitunter schwer, diese Faszination nachzuvollziehen. Und Beschreibungen und Bilder so zu sehen, wie Buchheim sie meinte. Er wollte wahrhaftige Eindrücke liefern, keine Propaganda. Frankreich war für den jungen Leutnant viel mehr als nur ein Kriegsschauplatz. Wann immer er konnte, verließ Buchheim den Stützpunkt. Er durchstreifte die Gegend. Buchheim beginnt, sich in die Landschaft und in das Land zu verlieben. Immer häufiger zieht er mit Skizzenblock und Staffelei los. Ich würde, wenn ich nicht hier wohnte, in der Bretagne wohnen. Ja. Also ich gehöre so halb wünschte ich mich an der Küste. Aber hier ist es auch ganz schön, wissen Sie. Und der Starnberger See, der ist natürlich ein Tümpel. Nicht? Also da wollen wir uns nicht viel vormachen. Und Buchheim lernt jene junge Französin kennen, die er in seinen Romanen Simone nennen wird. Er trifft sie so oft er nur kann, fährt mit seinem Paddelboot, während sie zwischen seinen Beinen versteckt liegt, hinaus zu den vorgelagerten Klippen. Es sind Momente, in denen er den Krieg vergisst, zu träumen beginnt, von einer gemeinsamen Zukunft, vom Frieden. Er ist einfach nur ein junger, sehr verliebter Mann. Er lernt Simons Eltern kennen. Simone unterdessen ist in zwielichtige Aktionen verstrickt, scheint für die Resistance zu arbeiten. Ob sie wirklich jemals für den Widerstand gearbeitet hat, weiß Buchheim bis heute nicht genau. Sagen wir es mal so. Also als Beispiel fällt mir gerade ein, dann schifften wir aufs Kunstgebiet über. Ich habe schon
so vielen Damen bin ich schon begegnet, die Schüler von Paul Klee waren. Der arme Klee, ja, der muss vor lauter Weibern gar keine Luft mehr gekriegt haben. Also demnach, es sind alle Schüler von Klee gewesen. Ja. Und mit der Resistance wird es ja genauso sein. Ja. Also für eine richtige Arbeit für die Resistance, da war die Simone, sagen wir, viel zu unvorsichtig. Auf jeden Fall ist Gwen Militant, wie Simone in Wirklichkeit heißt, in Schwarzmarktgeschäfte verwickelt. Ihr Café hält sie nur für die Deutschen geöffnet. Auch der Alte hat anscheinend einen Faible für sie. Die junge Frau reist mit Buchheim heimlich im Kurierabteil umher, durch Frankreich, nach Paris, sogar bis Deutschland. Dabei umgibt sie sich mit dem Nimbus der geheimnisvollen Heldin. Buchheim ist tief beeindruckt, begibt sich so selbst in Gefahr. Kurz vor Ende des Kriegs wird Gwen alias Simone verhaftet, kommt sogar ins KZ. Als seine bretonische Freundin 1947 wieder auftaucht, reisen sie wieder nach Frankreich. Für Buchheim ist Paris ihre gemeinsame Stadt. Die Fotos für den Bildband Mein Paris entstehen. Buchheim heiratet Gwen. Die Ehe wird nicht lange gut gehen. Heute erscheint es seltsam, welche irrwitzigen Dinge im Krieg möglich waren, trotz Völkerhass und Sicherheitsdienst. Jedes noch so totalitäre Regime kann durch Menschlichkeit unterlaufen werden, so wie sie Buchheim oft erlebt hat. Als die Alliierten im Juni 1944 in der Normandie landen, wird Buchheim an die Front geschickt, zur Berichterstattung. In seinen Romanen sind all diese Geschichten minutiös nachzulesen. Kurz vor dem Durchbruch der gegnerischen Truppen bei Avranches gelangt Buchheim wieder zu seinem Vorbild. Der Alte ist inzwischen Flottillenchef, dekoriert mit Ritterkreuz und Eichenlaub. Auch er glaubt längst nicht mehr an den Endsieg und steht doch mit tragischer Nibelungentreue zu seinem Fahneneid, der längst von der Geschichte überholt worden ist. Für Buchheim wird die Diskrepanz zwischen soldatischer Treue und moralischer Verantwortung für Jahrzehnte zum Thema. In seinen Romanen, aber auch in Bildbänden über Aufstieg und Niedergang der deutschen U-Boot-Waffe. Ich bin ruhig. Buchheims Erlebnisberichte werden zu Plädoyers gegen den Krieg. Ich habe die Auflage dem Verleger gegenüber auf 3000 Exemplare geschätzt. Und die 3000 Exemplare habe ich ihm sogar plausibel gemacht. Ich habe ihm gesagt, und das ist das Schreckliche, von 40.000 Leuten, 40.000 war die U-Boot-Waffe, ja, es sind 30.000, also knapp abgerundet, 30.000 nicht zurückgekommen. Es sind also nur 10.000 übrig. Bei der Marine kann höchstens jeder Zweite lesen. Ja, und denken, ja, aber höchstens jeder Zweite. Bei der Marine waren sie immer ein bisschen bekloppt, ja. Dann bleiben bloß noch 5.000. Wen interessiert das noch? Ja, also ist 3.000 hochgegriffen. Ja. Ich war ganz fest davon überzeugt, ich arbeite für 3.000 Leute und nicht mehr.
Naja, und dann ging das los wie eine Rakete. Soldaten, die Trommelfeuer, Angst und Sinnlosigkeit des Krieges überlebt hatten, fanden die Geschichte ihrer verlorenen Jugend wieder in Buchheims Romanen Das Boot, Die Festung und später in Abschied. Und die folgenden Generationen konnten vieles nachlesen, worüber die Kriegsteilnehmer schwiegen. In einer Zeit, als in Deutschland kaum jemand etwas hören will vom verlorenen Krieg, bleibt der Buchheims Thema. Buchheim wird Galerist, Verleger und Kunsthistoriker. Er reißt jene Kunst aus der Vergessenheit, die den Nazis als entartet galt. So entstehen in den 50er Jahren die wichtigsten deutschen Standardwerke über expressionistische Künstler und allmählich auch eine der bedeutendsten Sammlungen. Doch Buchheim interessieren nicht nur Grafik und Malerei. Sein Faible für skurrile Dinge begleitet ihn ein Leben lang. Gleich nach dem Krieg bastelt er aus Sperrholz Spielzeugfiguren und malt hinter Glasbilder. Die verkaufen sich gut. Fachleute belächeln Buchheim, wenn er 1955 im Gegenzug 900 Mark für einen Erich Heckel ausgibt. Anfang der 70er Jahre ist der dann allerdings schon eine halbe Million wert. Rund 600 Bilder deutscher Expressionisten gehören Buchheim schließlich. Davon etwa 500 Werke der Künstlervereinigungen Die Brücke und Der Blaue Reiter. Aber er entdeckt auch Volkskunst und Kunstgewerbe für sich. Hält es für aufbewahrens- und zum Entsetzen studierter Kunstverwalter auch zeigenswert. Doch wer Nerven hat wie Buchheim und ein Millionenvermögen zu verschenken, wird am Ende siegen und letzten Endes hofiert. So kommt schließlich alles zum guten Ende. Die Buchheim-Sammlung hat ein eigenes Museum mit 3000 Quadratmetern Ausstellungsfläche und wird den alten Haudegen aus Sachsen überleben. Kein Nachlassverwalter kann sie nur noch verhökern. So hat sich Buchheims Lebenstraum erfüllt. Eigentlich könnte sich Buchheim endlich zur Ruhe setzen. Aber er und seine Frau Diethild arbeiten schon wieder an neuen Büchern. Er träumt von Reisen. Nur manchmal, wenn er an den Tod denkt, macht sich Buchheim Sorgen. Es ist eine bedrückende Vorstellung. Ja, das ist gar keine Frage. Wir haben alles so gut es geht, dass es weitergeführt wird und halbwegs klappt. Aber alleine haben wir getan, aber alleine die Vorstellung, so etwas könnte in Beamtenhand kommen, ja, so etwas wie das Museum könnte vom Bayerischen Kultusministerium verwaltet werden. Ja, das will nichts gegen die Leute dort sagen, aber die Art und Weise, wie die an ein Objekt rangehen, die ist ja unserer nur direkt diametral entgegengesetzt. So ein Haus der Fantasie braucht eben einen Hüter, keinen Kunstverwalter. Auf Matrosen nur hin, einmal muss es vorbei sein, einmal holt uns die See und das Meer, gibt keinen von uns zurück. Auf Matrosen, oh hey, La Paloma, hey.